WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 17. Dezember 1892. Die erste Ausgabe der Zeitschrift Vogue erscheint in New York. Das ist Chrysanthem, rosa Schantungseide. Ein Kleid für den ganz großen festlichen Abend. Mode ist Manipulation. Die schlimmsten Modesünden bei den Damen, ja Gott, wenn sie aussehen wie eine Wurstbelle. Ich meine, ich bin auch modebewusst, aber was die heute so auf den Markt bringen, an uns Alten denken die überhaupt nicht. Die denken nur an die jungen Leute. Fashion is not about looking back, it's always about looking forward. Mode heißt nach vorn schauen. Anna Wintour, heute Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, eine Instanz in der Modewelt. 90% der Menschen, die Vogue lesen, sind weiblich, sagt ein Mann. Mein Name ist Bernd Skopin. Ich arbeite bei der deutschen Vogue als Kulturredakteur. 125 wird die amerikanische Vogue. Chapeau. Eine strahlend schöne Jubilarin. Und so glamourös. Am 17. Dezember 1892 erscheint das Heft zum ersten Mal. Es heißt, es gebe 400 vornehme Familien in New York. Und der Gründer der Vogue, Arthur Baldwin Tournier, gehörte dazu. Er hatte die nötigen Verbindungen, um über Partys in Herrenhäusern und Golfclubs zu berichten. Zu Beginn war die Vogue ein Gesellschaftsmagazin für New Yorks Elite. Allerdings, wenn man sich dann anschaut, dass die Auflage innerhalb einiger Jahre dann auf 40.000 stieg, kann man relativ sicher sein, dass nicht nur diese 400 des alten Geldes, der guten Erziehung und so weiter die Vogue gelesen haben, sondern auch mindestens zwei weitere Gruppen. Und zwar die Aufsteiger, die dazugehören wollten. Und sicherlich auch Menschen, die die Vogue einfach damals schon zum Träumen benutzt haben. 1880 lagen in New York bereits diverse Frauen- und Modezeitschriften an den Kiosken aus. Modezeitschriften sind ja eine Folge von Kauf- und Warenhäusern. Also mit der Ausdifferenzierung der Gesellschaft kam ja auch dieses Medium auf. Marie Helbing ist Kulturwissenschaftlerin an der Technischen Universität Dortmund, spezialisiert auf Textilien und Modezeitschriften. Für die normale Frau oder die Arbeiterfrau, da war es dann eher die Beilage von Schnittmustern interessant oder eben sparsam im Haushalt sein oder eben halt, wie bessere ich meine Kleidung aus, dass das eher dann auch thematisiert wurde. Frauen der Oberschicht nutzen die Magazine vorrangig als Konsumanreiz. Desto wertvoller der Stoff ist und desto einengender, sag ich auch mal, die Kleidung ist, also wie zum Beispiel ein Korsett, darin kann eine Frau nicht arbeiten und damit zeigt halt die Frau auch den Luxus an, der ja durch den Mann erarbeitet wird. Mein Haus, mein Automobil, mein Boot, meine Frau. Ein Statussymbol also. 1909 übernimmt der Unternehmer Condé Nast die Vogue und setzt stärker auf Mode. Vogue ist der Berater, der Fachmann für die modebewusste Frau in allem, was ihre Kleidung und ihre Schönheit betrifft, formulierte er sein Ziel. Allerdings schielte er nahezu ausschließlich nach Europa, auf die Pariser Modeszene und den Londoner Adel. Condé Nast war jemand, der aus der Werbung kam und er konnte in der Vogue Anzeigen verkaufen, die auf diese spezielle Leserschaft abgestimmt waren. Und zwar auf Menschen, die Geld und Geschmack hatten. Ich möchte meinen schwarzen Schalkragen aus russischem Lux samt dazugehörigem Muff verkaufen für $25. Gekauft für 55. Nicht getragen, da schwarz mir nicht steht. Das gibt es heute nicht mehr. Und das auch nicht. Jede Frau, die für Vogue arbeitet, muss schwarze Strümpfe, weiße Handschuhe und einen Hut tragen. Und niemals, wirklich niemals mit offenen Schuhen ins Büro kommen. Edna Woolman Chase, von 1914 bis 1951 Chefredakteurin. Sie hat das Blatt entscheidend geprägt und dieses Bewusstsein, wir sind Vogue, bis in die tadellos hochgesteckten Haarspitzen verkörpert. Edna Woolman Chase kam als 17-Jährige 1895 schon zur Vogue, war ein Mädchen aus relativ einfachen Verhältnissen. Sie hat sozusagen in der Poststelle im Vertrieb angefangen bei Vogue. Streng und gnadenlos soll sie gewesen sein. Einer Mitarbeiterin, die versucht hatte, sich auf Bahngleisen das Leben zu nehmen, soll Woolman Chase gesagt haben: Wir sind hier bei der Vogue.
Wir werfen uns nicht vor die Untergrundbahn, meine Liebe. Wenn überhaupt, nehmen wir Schlaftabletten. Diese Frau hat die Vogue von 1914 bis 1951, 52 geführt, durch zwei Weltkriege hindurch, hat die Gründungen der ersten internationalen Vogues in England und Frankreich mitbetreut. Es gibt 1928 in Berlin den Versuch, eine deutsche Vogue zu etablieren. Woolman Chase war von Anfang an dagegen, weil sie meinte, den Deutschen mangele es schlichtweg an Stil. Ausgehend davon, dass es ja damals elitäre Modemagazine für die Frau durchaus gab und Berlin ja auch Medienhauptstadt Europas damals war, vielleicht hat man da verpasst, die deutsche Frau in ihrem Umfeld richtig wahrzunehmen, weil gerade andere Modezeitschriften haben es geschafft, weiter zu bestehen. Tatsächlich ist die Vogue 1929 gescheitert. Erst seit 1979 wird in München die deutsche Vogue herausgegeben. Seit 1892 bis heute sind es in der amerikanischen Vogue nur 7 Chefredakteurinnen. Also in 125 Jahren nur 7 Frauen, die dieses Blatt geleitet haben. Nicht nur diese 7 Frauen haben das Blatt geprägt, ganz entscheidend waren Illustratoren und Fotografen. Before it's in fashion, it's in Vogue. So sieht sich die Vogue selbst ganz vorn mit den besten Verbindungen zu Designern, Fashionistas, Künstlern und Fotografen. Ich glaube, das ist ein absolut symbiotisches Verhältnis. Zum einen hat die Vogue die Modefotografie, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst ermöglicht. Auf der anderen Seite bezieht sie natürlich daher auch einen großen Teil ihrer Identität. Einer der ersten war Adolphe de Meyer. Er lichtet Damen der Gesellschaft und Schauspielerinnen in kostbaren Kleidern ab, weich gezeichnet. Fotomodelle gab es noch nicht. 10 Jahre später wird Edward Steichen Cheffotograf bei Condé Nast. Das genaue Gegenteil von Meyer. Weg mit dem Weichzeichner. Straight Photography. Hell-Dunkel-Kontraste, klarer Blick auf die Mode. Viele Modefotos, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben, waren Auftragsarbeiten der Vogue. Wie das berühmte Bild von George Heuningen-Hühne aus dem Jahr 1930. Ein Paar in Schwimmkleidung scheint auf einem Badesteg zu sitzen und aufs Meer zu schauen. Tatsächlich entstand das Foto in Paris auf dem Dach eines Fotostudios. Die Modelle saßen auf Kisten und eine niedrige Mauer am Dachrand wirkte in der Unschärfe wie Meer und Horizont. Der Zweite Weltkrieg veränderte alles, auch die Seiten des vielleicht exklusivsten Modemagazins. Unter der Headline: Glauben Sie es, das ist das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar, zeigte die Vogue schockierende Bilder von Leichenbergen, fotografiert von der Kriegsreporterin Lee Miller. Jene Lee Miller, die 1927 das Cover der Vogue als Model geziert hatte. In der Welt, die wir auf unseren Seiten abbilden wollten, waren die Wohlhabenden, die Gebildeten und die Kultivierten ebenso ums Leben gekommen wie der Rest der Menschheit. Der Schmerz kennt keine Grenzen, schreibt Chefredakteurin Edna Woolman Chase in ihren Memoiren. Der Krieg ist vorbei, die Welt rappelt sich langsam auf und in der Mode ereignet sich ein kleines Erdbeben. Seit die Französin Coco Chanel in den 20er Jahren eine funktionelle Damenmode kreierte, gab es keinen so extremen Richtungswechsel mehr. Christian Dior's New Look betritt die Modebühne. Enges Oberteil, Wespentaille und ein unverschämt weiter Rock. Seine Mode schien ein Glücksfall für Vogue und andere Magazine zu sein. Fast zur selben Zeit betritt Irving Penn die Redaktionsräume der amerikanischen Vogue. Ausgerechnet einer, der lieber mit Zigarettenstummeln oder tiefgefrorenem Gemüse künstlerische Fotos kreiert, als Frauen in schönen Kleidern abzulichten. Irving Penn ist mit Sicherheit der wichtigste von allen, also wahrscheinlich der größte Fotograf des 20. Jahrhunderts überhaupt. Noch einer steht für den Neuanfang nach dem Krieg. Ein Künstler mit russischen Wurzeln und französischer Ausbildung. Mit Alexander Liebermann kam hier jemand in eine ganz entscheidende Position in der Vogue, als eine Art Artistic Director für den ganzen Condé Nast Verlag über Jahrzehnte. Und er kam halt direkt aus der europäischen Zwischenkriegsavantgarde in die USA und hat sozusagen seine ganzen künstlerischen Intentionen mit in diese Blätter eingeführt.
1962 holt Liebermann Diana Freeland vom Konkurrenzblatt Harper's Bazaar. Sie steht für die Revolution der 60er Jahre. Das Magazin feiert den Stil von Jacqueline Kennedy und später Minirock, Hotpants und Unisex-Klamotten. Ein neuer Zeitgeist. Freeland inszeniert das Magazin wie ein Theaterstück. Dramatisch, pompös und extravagant. Mit Diana Freeland kam dann natürlich pünktlich mit dem Beginn der 60er Jahre die Fantasie an die Macht, wo sie die exotischsten Modestrecken gemacht hat. Dinge, die heute unbezahlbar wären. Allgemein muss man ja sagen, dass Mode ja mehr ist als nur dieses Oberflächenphänomen, in der Modezeitschrift ganz viel abgelesen werden kann. Die Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft oder die Emanzipierung der Frau, das hat sich immer auch über Kleidung geäußert. Warum nehmen Sie dann nicht mal die Frauen, die Sie toll finden, die Sie modern finden, und zeigen Sie mir mal, wie die aussieht? Den Vorschlag macht der künstlerische Direktor der Vogue, Alexander Liebermann, in den 80er Jahren dem deutschen Fotografen Peter Lindberg. Und dann bin ich nach Los Angeles gefahren und habe der Redakteurin gesagt, du brauchst gar nichts mitzubringen, bring einfach nur ein paar weiße Hemden mit. Und habe das am Strand fotografiert in weißen Hemden. Zu sehen sind 6 Frauen, darunter Linda Evangelista, die am Strand herumalbern, ohne Designerklamotten. Die ja alle nur in einem weißen Hemd von Gap abgebildet worden sind, was ja ein Anbieter von Massenware einfach ist und eigentlich dann dem widerspricht, wofür die Vogue originär stand, nämlich für elitäre Mode. Und bin damit zurückgekommen und Grace Mirabella, die guckt mich ganz entgeistert an und sagt, ja, was soll man denn damit machen? Das Foto verschwand in der Schublade. Es erschien erst, als Anna Wintour 1988 das Ruder übernahm. Das Bild wurde zu einem der wichtigsten des Jahrzehnts, weil es einen neuen Typ Frau zeigte und ein modernes Lebensgefühl transportierte. Auch Wintours erstes Vogue-Cover 1988 war ein Statement. Sie hob ein Model mit Haute-Couture-Jacke und Jeans auf den Titel. Ein Knaller. Diese Mischung, das war für 1988 wirklich noch revolutionär. Bernd Skopin, Vogue-Redakteur. Dies war schon ein Indikator für Umbrüche, die sich in der Mode und im Leben vollzogen haben. Was für ein Einstand. Anna Wintour, eine Frau, deren Karriere ein Buch und ein Kinofilm beschreiben. Der Teufel trägt Prada. That movie, The Devil Wears Prada, and it was made about you and your organization, and you, good luck, were the devil in the title. In der Show von David Letterman im US-Fernsehen beantwortet sie die Frage, wie viel Teufel denn in ihr stecke. Well, I'm very decisive. Ich weiß sehr genau, was ich will und gebe klare Anweisungen. Wie sagt mein Verleger in dem Film? Ich bin halt nicht immer nett und kuschelig. Mittlerweile erscheint die Vogue in 21 Ländern und die Herausforderung in diesem Jahrhundert ist die digitale Welt mit den Modeblogs. Den Tod der Modezeitschrift in der Form wird es nicht herbeiführen, meint die Kulturwissenschaftlerin Marie Helbing. Die Modezeitschrift lebt davon, dass es was Haptisches ist, was man in der Hand hat, was man auch sammeln kann. Und der Modeblog als solches ist dazu eine gute Ergänzung. 125 Jahre Vogue. Das sind nicht nur umwerfende Kleider und unerschwinglicher Luxus. Es sind Meilensteine der Modefotografie. Und ein fantastisches Bilderbuch des Zeitgeistes mit vorwiegend weiblichen Hauptdarstellerinnen. Fashion's not about looking back, it's always about looking forward. Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an die erste Ausgabe der Zeitschrift Vogue, die heute vor 125 Jahren in New York erschienen ist. Redaktion Hildegard Schulte.